ist die auf 1999 Autos limitierte Ausgabe des Cupra Ateca. Vorgestellt wurde er vor einem Jahr in Genf und erzählt in seinem Segment zu den preiswerteren Autos. Da, wo der Cupra Ateca herkommt, gibt es normalerweise, muss man sagen, ja keinen Schnee. Aber ich kenne dieses Auto und es hat einige Fähigkeiten. Die konnte ich schon mal probieren in der Wüste, im Onroad-Bereich, auch im Offroad-Bereich. Und da hat er eine wirklich gute Figur gemacht. Was er drauf hat im Schnee, naja, das werden wir mal untersuchen, denn das ist ein ganz schwieriges Spielfeld für die meisten Autos. Ich bin hier in Davos, da gibt es reichlich Schnee, also auf geht's. Das Herzstück dieses Autos ist ganz klar, das muss man sagen, dieser bärenstarke Motor, ein 2 Liter TSI Turbomotor, der stammt natürlich aus dem VW-Regal, den findet man auch im Golf R, aber hier hat man das Mapping ein bisschen verändert in Richtung spanischem Sportler und das ist auch gelungen. Das Ding beißt richtig an, leistet 300 PS, 400 Newtonmeter stehen an und es gibt sogar einen Allradantrieb. In der Kombination, muss ich sagen, zeigt das Auto enorme Fahrleistungen und man hat reichlich Fahrspaß. Ich fahre ohne Fahrersicherheitssysteme und bin begeistert über die perfekte Balance des Autos. Auf diesem Schneeparcours zeigt der Dampfhammer seine Stärke. Der Allradantrieb bietet reichlich Traktion und das Lenken mit dem Gaspedal ist für mich Genuss schlechthin. Die Rückmeldung der Lenkung an den Fahrer hilft auch, das Auto immer unter Kontrolle zu haben. Diese Farbe gibt es nur für die Limited Edition, genauso wie die 20 Zoll Räder und die etwas verbreiterte Spur. Kupfer ist die Cupra Farbe und die findet sich fast überall. Eine Brembo Bremsanlage gehört zum Standard. Die Akrapovic-Auspuffanlage sorgt für einen sportlichen Sound und weniger Gewicht und LED-Scheinwerfer für den Durchblick im Dunkeln. Auch innen überzeugt ein sportliches Cockpit und die Sportsitze erfüllen Sportfahrerwünsche. Der Cupra Ateca ist für mich ein echter Allroundler. Ja, die Technik des Autos ist für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet. Du kannst Spaß haben, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Mit der Möglichkeit, verschiedene Fahrbahnzustände am Modirad zu wählen, hat man immer die richtige Abstimmung zur Verfügung mit der dazugehörigen Sicherheit. Auch im Schneemodus funktioniert das Auto perfekt. Mit all diesen Möglichkeiten bietet das Auto Spaß, viel Sicherheit und durch seine besondere Optik einen guten Auftritt. Also ein Auto für jeden und jeden Tag. It's good for everything. Also zum Fahrwerk muss man sagen, es gibt hier 20 Zoll Räder, das Auto liegt ein bisschen tiefer und man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, verschiedene Fahrmodi einzustellen hier über dieses Drehrad und dann ist man eigentlich immer im sicheren Bereich. Auch wenn man die Fahrsicherheitssysteme ausgeschaltet hat, kommen da eigentlich keine Unsicherheiten auf, wenn man so ein Auto auch ein bisschen beherrscht. Der normale Fahrer, würde ich sagen, sollte das nicht ausschalten, aber dann ist man immer auf der sicheren Seite. Das ist das Kraftpaket des Cupra Ateca. Das ist ein 2 Liter TSI-Motor aus dem VW-Regal, ganz klar. Aber Seat hat hier ein anderes Mapping, eine andere Computersteuerung installiert. Das Ding hier leistet 300 PS, erzeugt 400 Newtonmeter Drehmoment und damit schafft das Auto knapp 250 auf der Autobahn. Soll verbrauchen so um die 8,2, 8,3 Liter. Aber ich denke mal, wer hier kräftig Gas gibt, das macht natürlich auch mehr Spaß, der verbraucht auch schon mal 9 oder 10 Liter. Der Cupra Ateca Limited Edition besitzt somit alles, was das Sportfahrerherz sich wünscht. Das Basisauto soll rund 50.000 Euro kosten. Aber dafür bekommt man ein Lifestyle-Auto, ein Fahrzeug, mit dem man im Offroad-Bereich unterwegs sein kann. Im Schnee ist er ein Fahrzeug, das sehr viel Sicherheit bietet. Was will man mehr? Mein Fazit, Daumen hoch. So, und jetzt geht's vom Cupra Ateca in den Leon Cupra. Das Ding hat auch reichlich Leistung. Der Leon Cupra ST ist ein Kombi der besonderen Art. Er ist praktisch, sportlich und zählt in seinem Segment zu den stärksten.
Dieser Leon Cupra STR ist schon ein ganz besonderes Auto. Er ist eigentlich der sportlichste Kombi, den ich so kenne in dieser Klasse. Er leistet auch 300 PS, hat 400 Newtonmeter Drehmoment und damit lässt sich eine ganze Menge anstellen. Was mir gefällt, das ist das Fahrverhalten. Das Auto hat einen etwas längeren Radstand, hat auch einen größeren Überhang als zum Beispiel ein Ateca. Und somit hat man auch ein etwas anderes Fahrverhalten. Das Auto ist ein bisschen übersteuernder, wenn man in die Kurven hineinfährt, aber das macht riesig Spaß. Der wird von den Kunden des Autos auch eingefordert. Seine Technik ist ein Garant für ein souveränes und sicheres Fahren. Dieses Auto ist ja ein echter Kombi, man kann ja eine ganze Menge mitnehmen, ist also eigentlich auch ein Familienauto, aber er besitzt neben der Familientauglichkeit auch eine gehörige Portion Sportlichkeit und die ist wirklich bemerkenswert. Auch optisch ist dieser Kleintransporter ein echter Hingucker. Die Applikationen in Kupferfarbe erzielen viel Aufmerksamkeit beim Betrachter. Es ist klar, auch dieser Leon Cupra STR macht richtig Spaß und jetzt gebe ich noch ein bisschen Gas. Der Basispreis des Autos ist rund 49.500 Euro.